grüße meine Hand ganz verdacht Hand und begleite sie mich durch die Schminksuppe im Sommer. Ich nehme euch mit durch meine ganzen Vorbereitungen, um so ein sommerliches Make-up anzubekommen. Wir wollen ja im Sommer am Pool eine gute Figur machen. If you're gonna cluck my Make-up, it's not my fault, darling. Heute habe ich gedacht, ich lasse mir gut gehen mit einem Fläschchen Prosecco und lasse mich schminken von Peter Uwiler, einem talentierten Stylist und Visagist. Da man als Frau seine Augenbrauen nicht abdecken muss, habe ich das schon gemacht. Wenn man es macht, ein handelsüblicher Lippenstift angebracht und dann muss man wirklich das gut einarbeiten mit ein bisschen Puder. Nachdem man die Augenbrauen abdeckt hat, kommt die Foundation. Als erstes ist ein gutes Produkt vonnöten. Das ist eine gute Basis für ein gutes Make-up im Sommer. Richtig tief einarbeiten, richtig fest draufhauen im Gesicht. Weil das ist damit die Basis für alles. Man könnte jetzt auch schon die Foundation abpudern und setzen, aber wir machen das in dem Fall nicht, sondern ich kriege so ganz schöne Lidschattenfänger, damit nämlich der ganze Lidschatten, den wir jetzt drauf machen, nicht auf die Wangenknochen runtergeht. Damit wir dann mit dem natürlichen Make-up anfangen, nimmt man am besten einen relativ dunklen Lidschatten und versucht sein ganzes Lid irgendwie zu bedecken. Um das Auge dann weiter zu betonen, kann man weiter oben eine andere Farbe nehmen, die man matchen mit seinem Oberteil, das man anhat. Wie so ein schönes Oberteil vom Globus übrigens. Und dann ganz zum Schluss ein wichtiges Highlight oben dran setzen. Auch als Frau. Man muss die Augenbrauen auch noch dringend machen. Wichtig ist, dass man die vielleicht vorher schon zeichnet, damit man ungefähr weiss, wo der Lidschatten ankommt. In diesem Fall habe ich das gemacht, weil der Monsieur es nicht geschafft hat, sie selber zu zeichnen. Und dann habe ich sie dran gehen. Wie man hier gerade sieht. Ein Trick dort dabei ist, weil wenn man die Augenbrauen zeichnet mit einer sehr dunklen Farbe, gleich die Foundation macht, dankeschön mir, und dann noch eines richtig reinzieht. Und mit einem Wattenstäbchen einfach ein bisschen reinziehen. Wenn dann die Augenbrauen fertig sind, kann man sich dann relativ stark austoben. Man will ja in der Sonne richtig strahlen. Wichtig ist, dass direkt unter den Augenbrauen irgendwo ein Highlight gesetzt werden. Kann man dann die unteren Pads wegnehmen und dann ganz wichtig das untere Lid auch noch schminken. Unten dran schön auch mit der gleichen Farbe, die man vorne oben benutzt hat und dann Puder drauf. Man müsste jetzt die Wasserlinie nachziehen. Und das ist etwas, was relativ heikel ist. Man sollte also wirklich das Lid runterziehen und dann schön mit dem Stift innen dran. Schön mit einem goldigen Highlighter oder mit einem silbrigen, in meinem Fall, Waterline auch nachziehen. Für die, die nicht wissen, was die Wasserlinie ist, unten, okay? Nachdem man jetzt das untere Lid, die Waterline und den ganzen Lidschatten gemacht hat, mit ganz natürlichen Farben und ganz dezent nachgeschminkt hat, kommt der Eyeliner. Am besten haben wir dort eine gewisse Paste, die ich jetzt Marke nicht sagen darf, oder Liquid Eyeliner, wo ihr dann schön könnt über das Pigment fahren könnt. Nehmen wir einen ganz feinen Pinsel und fahren vom Augeninneren nach außen. Nicht den Eyeliner von außen nach innen, weil sonst ist hier außen nämlich nicht so schön definiert. Nach dem Eyeliner kann man dann anfangen mit den Lippen. Dazu hat der Peter einen sehr hellen Kajal in einem Hautton und zieht die Lippen schon mal nach, damit man schon mal eine gute Basis hat, damit die Lippen auch wirklich schön aussehen. Und dann schön dick auftragen, mehrere Schichten, warten bis es trocknet und dann erst die nächste Schicht drauf machen. Dann ist so eine ganz fette Schicht drauf, entweder schnell mit dem Finger ins Maul und rausziehen oder kurz auf ein Nasentuchli drauf küssen oder bissen. Um noch dezentes Highlight zu setzen, nochmal mit dem Pigment vom Lidschatten drüber. Wir wollen mit dem Gesicht natürlich noch ein bisschen mehr Konturen geben. Jede Frau hat auch ihr eigenes Contouring und kennt ihr Gesicht viel besser als jeder andere. Contouring am besten nach und nehmen wir einen sauberen Powderpinsel, also Puderpinsel. Einen sauberen. Ja, man sollte Make-up-Pinsel übrigens waschen zwischendurch und desinfizieren. Zuerst mit dem Highlight anfangen. In dieser Partie hells pigmentiertes Puder machen, damit auch die Stelle mit Augenbrauen quasi rauswachsen, ein bisschen natürlicher wird. Und dann unter den Augen ein bisschen heilen und unter den Wangenknochen ein bisschen heilen. Dann nehmen wir den gleichen Pinsel, darum ist es wichtig, dass er sauber ist, und gehen ins dunkle Puder, um eure Wangenknochen zu definieren, eure Jawline ein bisschen zu verstecken, dass die nicht so kantig wird, und oben den Haarersatz noch ein bisschen konturieren. Ganz zum Schluss. Hier entlang nochmal mit dem hellen Puder abschließen. Wichtig ist auch, dass ihr die Nase nicht vergessen. Damit eure Nase auch ein bisschen feiner und ein bisschen weiblicher wird, ganz lieber mit einem kleinen Pinsel und dunklem Puder schön konturieren. Einfach zwei Striche, einmal rechts und links und dann ein bisschen anziehen. Damit ihr natürlich mit euren Augen nicht nur mit dem Lidschatten betören oder mit eurem Eyeliner, den ihr gemacht habt, sollte man natürlich vielleicht auch noch die Wimpern betonen. Das heisst, A. Nur mit Mascara betonen oder B. Mit Wimpern. Wichtig ist dort, lasst den Leim trocknen. 15 Sekunden oder sogar 30 Sekunden. Dann könnt ihr die Wimpern schön gemütlich aufsetzen in einem Anlauf und sie hebt den ganzen Tag. Dann ist es soweit. Kleider anziehen, Perücken anziehen und dann geht's raus. Nein,
nicht ganz. Was wir nicht vergessen ist, dass wir den ganzen Hals auch noch dort mit Foundation dort, korrigieren und ausbessern und vor allem ausblenden. Genau an den Stellen, wo man eigentlich normalerweise übergeht in die normale Haut. Ganz dezent versuchen, das zu verblenden, damit die natürliche Hautfarbe in die Foundation reinblendet und damit das nicht nur an eurer ganzen Kleidung dran ist, kommt natürlich noch Fixierspray. Scheut euch nicht genug drauf zu machen, weil es ist ja Sommer und das Video sollte ja nicht verlaufen. Wenn ihr nicht gerade 40 Stutz habt für eine so kleine Dose von Fixierspray, die so machen kann, könnt ihr auch einfach billige Haarspray aus dem Aldi nehmen. Das mache ich nämlich als Drag Queen. Und that's it! Powder, powder, powder. Damit man die zweistündige Prozedur auch aushaltet, wenn ich jemanden fremd schminkt, muss man zwischendurch auch, wie unsere liebe Silvia von Craziness würde sagen, Zielwasser geben. Tschüss! Okay. So, das war's gesehen von mir. Ich hoffe, auch das Video hat euch gefallen. Drückt unter den Like-Button. Und weil ihr sehr selten anscheinend bei diesem Part zuhört, dass ihr liken, teilen und abonnieren müsst, sage ich euch jetzt nochmal mit aller Deutlichkeit. Abonniert meinen Kanal dort oben links. Dankeschön. Vielen Dank für die, die das schon gemacht haben oder die mir immer wieder zuschauen. Ich freue mich über jeden Zuschauer und über jeden Like. Ich trinke jetzt noch mit. Hey, auf Wiedersehen.